Ich möchte Ihnen heute Epigenetik, die jetzt in alle Munde, ein bisschen anderer Aspekt präsentieren und sagen, warum hoffe ich und ich glaube jetzt viele Wissenschaftler, die sich mit Energiemedizin zu tun haben und arbeiten, warum sind sie so froh, dass jetzt endlich mal eine Chance gibt, dass man alte Wissen, normale Schulmedizin und alte Wissen, Informationsmedizin, endlich mal zusammenführen kann, ohne viel Blut vergießen. Problem ist die, dass mit Erkennen unserer Natur sehen wir, je mehr wir erkennen, desto weiter und komplizierter wird das alles. Ist auch in Wirklichkeit Leben, Lebendige, ganze Biologie, das ist ein komplexes, sehr kompliziertes Thema, wo wir noch viele, viele Jahre wahrscheinlich und vielleicht sogar gar nicht bis Ende alles erkennen können, weil wir sind Teil dieser Natur. Und ich möchte versuchen und zeigen, wie diese Epigenetik eigentlich reingewachsen in unser Leben und was sie uns bringt Gutes dabei. Aber zunächst möchte ich ein bisschen erinnern, das Leben auf der Erde, es ist auch sehr kompliziert einerseits und andererseits, die Struktur ist relativ einfach. Das alle Lebendige auf der Erde hat ein Elementarelement, ein Atom sozusagen. Dieses Elementarteilchen, das ist die Zelle. Und Zelle in sich relativ kompliziert. Bis jetzt eigentlich weiß man viele Dinge in der Zelle nicht. Weiterhin, in Biologie gibt es natürlich Hierarchie. Mehrere Zellen bieten ein System. Und es ist so, dass Untersysteme haben zwar immer dasselbe Bestandteil, immer die Zelle, aber die sind immer einfacher als die obere Etage. Und diese Komplikation, das ist immer eine neue Qualität, neue Eigenschaften. Biologische Systeme verschiedener Niveau haben sehr unterschiedliche Masse, weil Zelle bedeutet nicht, dass es wie in Physik, Atom ist immer sehr, sehr klein. Nein, Zellen gibt es groß und klein und gibt es von ganz, ganz kleiner im Nanometerbereich bis einige Meter, das ist das, was jetzt schon bekannt. Nun und dann weiter, Organismen, die von vielen Zellen gebildet, bilden wiederum auch Systeme. Wir sind auch ein Teil, wir sind ein Teil einer Population. Mehrere Populationen von Pflanzen, Mensch und Tier bilden Ökologie, Ökosystem, Biosphäre auf unserer Erde. Das heißt, wir können sagen, dass klassisch, biologisch meint man, wir haben Organisation der Lebendigen, das ist Moleküle und Zellen ganz unten, Organismen, die von diesen Molekülen und Zellen bestehen, Arten und Populationen und dann Ökosystem. Dann kommt schon erste Wunder. Jede Zelle entsteht aus einer anderen Zelle. Wir können noch lange, lange versuchen herauszukriegen, wie ist das entstanden überhaupt, diese erste Zelle, diese berühmte philosophische Frage wegen Ei und Huhn. Aber zunächst ist das so. Funktionsstörungen im Organismus sind Folgen von Funktionsstörungen in einer Zelle. Das ist sehr wichtig. Wäre schön, wenn Mediziner das öfter denken, auf diese Paradigma. Zelltheorie hat gearbeitet ein bestimmtes Skelett und es ist bekannt, dass die Zelle ist die elementare Einheit aller Lebendigen und für alle Aufbauformen, Funktion, Teilung, Entwicklung, Weitergabe aller lebendigen Organismen verantwortlich. Diese kleine Zelle. Die Zelle, alle Einzeller und mehrzellige Organismen, interessanterweise haben dieselbe Herkunft und sind in ihrer Aufbau und ihrer chemischen Zusammensetzung, in alle ihre Lebensprozessen, in Stoffwechsel, weitgehend ähnlich. Klingt furchtbar einfach und trotzdem sehr kompliziert. Der dritte, sehr wichtige Postulat der Zelltheorie, Zellvermehrung geschieht durch Zellteilung. Neue Zellen entstehen immer aus vorherigen Zellen.